möchte heute für den Steinkohleausstieg in Berlin demonstrieren. Kohle ist eben der Klimakiller Nummer 1. Und wenn wir es schaffen wollen, den Klimawandel zu bekämpfen, dann müssen wir eben aus der Kohle raus. Wir haben uns hier zum dritten Mal hier in Berlin versammelt, um vor einem der Kohlekraftwerke in Berlin zu demonstrieren, bei der Coal & Vote 2018. Dieses Jahr ging es nach Moabit zum Heizkraftwerk. Berlin hat immer noch 3 Steinkohlekraftwerke und um den Kohleausstieg, so wie er tatsächlich beschlossen ist, auch umzusetzen, müssen diese halt auch abgeschaltet werden. Es sind immer noch 3 Steinkohlekraftwerke in Betrieb in Berlin. Die 3 Kohlekraftwerke, die gefährden nicht nur das Klima. Sie sind auch schädlich für die Gesundheit von uns Berlinerinnen und Berliner durch Feinstaub, NOx und Schwermetalle wie Quecksilber. Und auch der Abbau und der Transport der Steinkohle ist verbunden mit massiver Umweltbelastung und Menschenrechtsverletzungen. Klima lesen wir. Klimaschutz! Ja! Klimaschutz! Wir fordern den Steinkohleausstieg bis 2025. Dadurch, dass Brandenburg ja relativ dünn besiedelt ist und da eben sehr viel Windenergie erzeugt wird, das kann eben Berlin gut importieren. Dann gibt es ja auch Alternativen, zum Beispiel für die Wärmeversorgung gegen Power to Heat. Dafür muss natürlich viel Strom produziert werden, aber das kann eben durch Erneuerbare passieren. Es war eine unheimlich produktive und ja, freundliche und sehr, sehr lebendige Veranstaltung. Es waren unheimlich viele Leute da. Ein durchweg positives Fazit.